Ja, das Erste, was mir einfiel, ist natürlich, dass die Umweltdebatte, die wir heute führen, natürlich eine ganz alte Debatte ist. Also der Schutz der Umwelt ist eigentlich ein Anliegen seit dem 19. Jahrhundert. Es ist ein Anliegen seit den 1960er Jahren in massiver Weise. Und wir haben heute eine völlig andere gesellschaftliche Situation, in der diese Debatte wieder auftaucht. Das ist sowohl erfreulich als auch absolut dramatisch und tragisch, weil im Grunde die Grundfragen, wie wir die Welt mit Menschen und nichtmenschlichen Lebewesen als Einheit denken können, bereits seit 200 Jahren nicht nur aufgeworfen, sondern auch beantwortet wurde. Und dass wir heute im Grunde erleben, dass die Folgen unseres zivilisatorischen Lebens diese Erde vollständig zerstört haben. Also in dem Sinne würde ich sagen, ist ausgesprochen wichtig und zugleich aber auch immer wieder darauf hinzuweisen, mit einem historischen Bewusstsein, dass wir mehr als spät dran sind. Also ich glaube, das ist total das Thema unserer Zeit, hochaktuell, das Thema Grenzen. Zum einen im Zuge der Globalisierung, dass einfach Grenzen total durchlässig geworden sind. Menschen reisen freiwillig oder unfreiwillig die ganze Zeit durch die Gegend. Und gleichzeitig beobachten wir, wenn man jetzt nach in die USA guckt oder auch in Europa mit erstärkenden rechtspopulistischen Bewegungen und so weiter, beobachten wir auch die gegenteilige Bewegung, dass es irgendwo anscheinend ein Bedürfnis nach neuen Grenzen auch wieder gibt und nach neuen Grenzziehungen. Und da kommt, finde ich, unmittelbar auch das Thema Werte wieder rein, weil wir hier eine Verknüpfung zwischen Grenzen und Werten finden, weil ich glaube, dass oder mir gut vorstellen kann, dass sehr viele Menschen gerade eine gewisse Orientierungslosigkeit auch wahrnehmen bezüglich der Werte, ne? Aufgrund der offenen Grenzen und aufgrund dieser Vielzahl an möglichen Werten, die einem heutzutage angeboten werden. Und aufgrund, also Wertepluralismus wäre jetzt so ein Schlagwort, ne? Und aufgrund der Tatsache, dass, glaube ich, schon in unseren modernen Gesellschaften in den letzten Jahrzehnten es zunehmend schwieriger geworden ist für die Menschen, so Werte als ihre Leitwerte in dieser Orientierungsfunktion zu finden. Und dass das ganz schön überfordernd sein kann in dieser ambivalenten Moderne. Und es deshalb eben auch wieder diese Suchbewegung nach neuen Grenzen gibt. Also ein sehr, ja, ambivalentes Verhältnis zwischen Grenzen öffnen und Werte prüfen. Ich glaube, das trifft es ganz gut, dass gerade wir in einer Zeit leben, wo die Frage nach Werten einfach sehr virulent wird und das einfach gesellschaftlich, aber auch individuell neu geprüft wird. Welchen Werten möchte ich eigentlich mein Leben ausrichten oder wie Max Weber das formuliert hat, welchem Gott, welchen Götzen, welchem Dämon möchte ich eigentlich dienen? Ja, also was ich beobachte und ich denke, was offensichtlich ist, dass es eine Verwirrung innerhalb der Orientierung gibt dieser Werte, weil wir in eine ganze Reihe von Widersprüchen eingebunden sind. Also es gibt sowas wie Grundwerte innerhalb der Gesellschaft, die auch verfassungsrechtlich, sagen wir, gesichert sind. Also beispielsweise dieses Recht auf Souveränität und Freiheit des Individuums. Und wenn wir das jetzt mit Blick auf Klimawandel, Erdwandlungsprozess, solche Grundwerte fokussieren, dann wird klar, dass wir an dem ursprünglichen Verständnis eines Freiheits- und Souveränitätsbegriffes, der im Prozess der Moderne gewachsen ist, nicht festhalten können, sondern dass wir im Grunde neu aushandeln müssen, wie die Souveränität und Freiheit des Individuums als einer dieser Werte, die wir haben aus der Moderne, neu definiert werden muss, damit durch die Freiheit nicht die Umwelt vollständig zerstört wird. Ja? Und dazu brauchen wir sozusagen Regulierungsmechanismen, die von vielen durch den Staat erwartet werden, der aber gleichzeitig sozusagen dann wieder in den Widerspruch gerät, dass er Freiheitsrechte beschneiden muss. Also das heißt, wir kommen heute in eine extrem komplexe
Problemlage, die uns evolutionsgeschichtlich vor Herausforderungen stellt, die völlig neu sind. Und zwar sowohl evolutionsgeschichtlich mit Blick auf die Erde als Ganzes, als auch mit unserem Selbstverständnis als Menschen, die wir dieser Erde gegenüberstehen. Wir haben beispielsweise heute eine Verfassung, die ja unsere Werte letztlich juristisch fixiert, die allein auf den Begriff des Menschen ausgerichtet ist. Was wir aber heute brauchen, wäre beispielsweise eine Verfassung, die auch auf nichtmenschliche Lebewesen ausgerichtet ist. Und das bedeutet im Grunde nicht nur Werte, sondern unser gesamtes Weltbild zu befragen und neu auszurichten. Und das macht die Situation im Grunde so schwierig. Also gesamtgesellschaftlich als auch mit Blick auf das Bildungssystem, dass wir bei den elementaren Fragen beginnen müssen, dass wir sozusagen das gesamte Denken, was wir haben, in Frage stellen müssen. Dass wir das gesamte Denken nicht nur in seiner Historizität verstehen, sondern es unter Umständen auch von uns von dieser Art des Denkens lösen können. Ich würde mal kurz ein allgemeines Einleitungssatz dazu sagen. Es ist ausgesprochen schwierig, ausgehend von dem subjektiven Welterleben jedes einzelnen Menschen, sich als Mensch nicht selbst in das Zentrum der Welt zu stellen. Das ist uns sozusagen ontologisch, also im Begriff der Definition des Daseins, gar nicht möglich. Wir haben sozusagen, wir sind fest verankert in einem konstruktivistischen und damit anthropozentrischen Weltbild. Wir können sozusagen nur durch geistige Operationen auf Umwelt und auf andere schließen. Und, also das ist sozusagen der Prozess der Moderne. Was wir aber zu wenig gemacht haben in diesem Prozess der Moderne, ist, dass wir über Beziehungen, über lebendige Beziehungen auf den Begriff des anderen, und das meint nicht nur andere Menschen, sondern auch andere Lebewesen und der Umwelt schließen. Also das heißt, wir brauchen Beziehungsgestaltung und Beziehungswahrnehmung. Und die Kunstpädagogik setzt für mich eigentlich an diesen Punkt an, und das ist eigentlich ein gutes Beispiel, dieser Bauernhof, den du ansprichst, wo es überhaupt zunächst einmal um die Wahrnehmung des anderen geht. Die Wahrnehmung des Tieres, in dem Fall sind es Pferde, Schweine und Ziegen. Und da wird die Kunstpädagogik sozusagen mit ihrem Instrumentarium, klassisches Instrumentarium des Malens und Zeichens genutzt, um mit Tieren Kontakt aufzunehmen. Weil das Besondere daran, dass egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, die meisten Menschen sind derartig dissoziiert. Also das heißt, so wenig im Hier und Jetzt ihres Daseins verankert, so wenig mit den Füßen auf der Erde, dass die Tiere von sich aus mit Menschen überhaupt nicht Beziehungen eingehen wollen. Ne? Und damit Beziehungsaufnahme unmöglich ist. Und die Hendrike Arz, die diese Übungen durchgeführt hat, hat im Grunde gezeigt, dass das Zeichnen die Kinder, die Jugendlichen beruhigt, in eine intensive Wahrnehmung bringt, also eine wirkliche Fokussierung des anderen Lebewesens. Und es dadurch, diese Lebewesen, indem sie die Aufmerksamkeit, die wahre, die wahrhaftige Aufmerksamkeit der Menschen spüren, plötzlich in Kontakt treten. Dann kommen die Pferde angerannt und suchen Kontakt. Und vorher nehmen sie Reis aus. Ja, ich glaube, dass Gesellschaften immer in einem fortlaufenden Transformationsprozess sind. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir da schon nochmal eine neue Qualität gerade am Anfang des 21. Jahrhunderts beobachten durch dass bestimmte Krisenerscheinungen oder bestimmte Phänomene einfach nochmal in ihrer Dramatik oder in ihrer Aktualität zugenommen haben. Und das ist sicherlich die Umweltkrise. Aber ich würde auch sagen, wie ich eingangs das angeschnitten habe, dass es auch so eine Art Sinn- oder Wertekrise ist. Ja? Also dieses Suchen nach Orientierung
für mich ist es ein ganz großer Wert für mich und meine Arbeit, weil du das ja auch sozusagen, deine Frage war auf das, was ich mache, ist eben der Dialog. Und der Dialog ist für mich eine Art, um solche lebendigen Beziehungen, wie du sie, Joachim, beschrieben hast, erfahrbar zu machen oder auch eben erst überhaupt zu initiieren. Weil ich glaube, dass es in unserer heutigen Zeit einfach wahnsinnig wichtig ist, dass wir Dialogräume schaffen, wo wir uns mit diesen sehr unterschiedlichen Menschen und sehr unterschiedlichen Bewegungen und sehr unterschiedlichen politischen Einstellungen, die wir vielleicht haben, uns zusammensetzen und gucken, naja gut, wir leben jetzt irgendwie auf diesem Planeten, wir haben diese begrenzten Ressourcen, wir haben vielleicht komplett unterschiedliche Vorstellungen davon, wie unser politisches System aussehen soll, wir haben vielleicht komplett unterschiedliche Vorstellungen davon, was wir davon halten, dass Menschen in unser Land kommen, die hier vielleicht vorher möglicherweise gar nicht so gelebt haben. Und jetzt, und das wäre meine Meinung, jetzt ist doch die Herausforderung, dass wir uns darüber unterhalten, wie wir damit umgehen, dass es irgendwie für alle geil wird. Also ich würde sagen, wir sind auf eine Art zum Dialog verdammt. Die Probleme, wie du sie darstellst, machen auch die Gesamtsituation analytisch nochmal sehr schön deutlich. Wir verwechseln heute Werte ganz schnell mit politischer Orientierung. Und deswegen sind diese Zuschreibungen von rechts, links, Mitte, das sind ja eigentlich politische Zuschreibungen der Bismarck-Zeit. Die haben wir heute immer noch. Das ist ja absurd, nicht wahr? Die werden aber genutzt, um gesellschaftliche Interessen auszuhandeln. Und genau genommen sind wir eigentlich heute an einem Punkt, wo wir sagen müssen, ja, wir müssen diese Art der Verfassung, diese Art des politischen Denkens nicht nur in Frage stellen, sondern außer Kraft setzen. Wir müssen sozusagen den Dialog, von dem du sprichst, auf einer anderen Grundlage beginnen und nicht durch die Einteilung von Menschen in irgendwelche Kisten, politisch oder was auch immer, sondern dass wir von dem thematischen Anliegen ausgehen und einer Pluralität von Sichtweisen, sodass wir sozusagen eigentlich dann über die Sichtweisen zu einem Thema, zu einem Problem, ob das jetzt die Fische im Weltmeer sind oder genmanipuliertes Getreide oder was auch immer, dass wir zu diesen einzelnen Problemen sozusagen durch die Fokussierung pluraler Sichtweisen dann eine Lösung finden. Der Bruno Latour hat das in seinem Buch Das Terrestrische Manifest sehr schön beschrieben, sagt eigentlich, diese ganze politische Verfassung, die brauchen wir nicht mehr, sondern wir brauchen Interessenvertreter für alle Lebewesen, die es gibt. Und das sind in der Regel am besten natürlich Wissenschaftler und Leute, die in unterschiedlichen Lebensbereichen mit diesen Lebewesen zusammenarbeiten. Und dadurch, über dieses Stimmvertreter, sind eigentlich alle Lebewesen, ob das die Kröte ist oder eben der Weizen, vertreten. Wie das dann aussieht, das kann kein Parlament mehr sein nach den heutigen Maßstäben. Das wird etwas anderes sein. Aber wir brauchen eine Bereitschaft, darüber nachzudenken. Und meines Erachtens ist die Krise, die wir erleben, jetzt auch durch Corona, wird das nochmal deutlich, eben auch eine massive politische Legitimationskrise. Und das betrifft nicht die Parteien, sondern es betrifft die Grundfragen der Verfassung, die wir haben. Die kommt eben aus einer Geschichte von 200 Jahren und die Frage, ob die gesellschaftlichen Verhältnisse, die wir jetzt haben und die Probleme, die wir jetzt haben, in irgendeiner Weise noch mit der Organisationsstruktur von Gesellschaft etwas zu tun hat, was da repräsentativ existiert. Wir haben ja auch Alternativen und die kennt ihr beide wahrscheinlich genauso gut wie die anderen Zuschauer, nämlich dass es selbstorganisierte Formen von Zusammenarbeiten gibt, also das, was man als synergetische Projekte beschreiben kann, wo Leute mit gut Will zusammenkommen und lösungsorientiert arbeiten. Das ist eben selbstorganisiert und da spielt plötzlich diese klassische Herkunft, der soziale Status dieser Leute überhaupt keine Rolle mehr. Sonst geht darum, wie können wir meist temporär dieses Problem lösen. Und da sehe ich sozusagen auch im positiven Sinne eine alternative Entwicklung von Gesellschaft. Und das habe ich jetzt für die Organisationsstruktur beschrieben. Man könnte das genauso für alternative Formen des Wirtschaftens beschreiben, für alternative Formen von Bildung und so weiter. Also es gibt ja überall schon Alternativen. Die sind eben nur noch nicht repräsentativ. Also die Schule ist ein Gesellschaftssystem, sie ist für mich aber auch ein Ökosystem. Das muss man ja auch sagen.
Und dieses Ökosystem entspricht unserem Klima. Es ist nämlich völlig überhitzt. Also nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer leiden sozusagen an dieser Klimakatastrophe des Ökosystems. Und die hat nicht nur damit zu tun, dass es zu wenig Schulen, zu wenig Lehrer und so weiter gibt und wir sehr viele Anforderungen aus allen Bereichen haben, sondern dass eben die Schulstruktur, die institutionelle Organisation, die rechtliche Formierung von Schule eben sehr alt sind und nicht den Heterogenitätskonzepten, die wir zum Teil ja in den Didaktiken entwerfen, auch nur annähernd entspricht. Also wäre sozusagen das Erste, darüber nachzudenken, wie muss Schule anders organisiert sein? Und da wäre für mich sozusagen die Frage der Heterogenität, der Selbstorganisation eine der zentralen Punkte, dass wir in sehr radikaler und möglichst schneller Weise eigentlich darüber diskutieren müssen, wie wir dieses quasi militärisch organisierte Bildungssystem, was von oben nach unten, von der Kultusministerkonferenz über die Kultusminister der Länder, Schulämter nach unten sich durchzieht, im Grunde demontieren und neu organisieren. Das heißt, dieses hierarchisch stratifizierte System, das ist im Grunde gar nicht modern, das ist ja eigentlich fast feudal noch in seiner Organisationsstruktur, dass sozusagen von oben nach unten die ministeriellen Beschlüsse durchgegeben werden und die Umsetzung in den Schulen quasi nur noch einfach umgesetzt werden können, ohne eine wirkliche Mitbestimmung. Also das wäre sozusagen der erste Punkt, an dem man arbeiten müsste. Wie kann man eine basisdemokratisch organisierte Form von Schule organisieren? Dass dieses Ökosystem eben aus gleichwertigen Partnern besteht, dass Eltern, Lehrer, Schüler genauso mit stimmberechtigt sind, wenn es an die Ausarbeitung von Curricula und Bildungsinhalten geht. Also das sind wir sozusagen weit entfernt von jeder Form, überhaupt von moderner Demokratie. Das muss man sich ja einfach mal klar machen. Also da haben wir sozusagen eher im Bildungssystem noch Dinge schwer nachzuholen. Das wär der erste Punkt. Und zum Bildungssystem gehört aber auch die Frage, auf welchen Theoremen, welchen Voraussetzungen ist die Bildungswissenschaft und in der Folge sind die eigentlichen Fächer in ihrem Selbstverständnis eigentlich aufgebaut. Und da haben wir nach wie vor ein differenzlogisches Denken, was den Menschen ins Zentrum stellt. Also es ist radikal anthropozentrisch. Auch einen Persönlichkeitsbegriff, der völlig überholt ist und der sozusagen die Umwelt-Mensch-Beziehungen überhaupt nicht berücksichtigt. Da müsste sozusagen auf der Ebene der Bildungstheorien und auch der fachdidaktischen Theorien überhaupt erstmal das nachgeholt werden, was in der Philosophie, der Soziologie, den Naturwissenschaften seit mindestens 20 Jahren praktiziert wird, nämlich holistisches Denken, ganzheitliches Denken, integrale Theorie beispielsweise, um aus diesem Anthropozentrismus und dem dualistischen Denken herauszukommen. Also das sind im Grunde letztlich sehr komplexe Vorgehensweisen. Wir brauchen dann sozusagen auch ein ökologisch orientiertes Schulsystem. Also die Frage, kann man beispielsweise in das Verständnis von Schule nicht nur menschliche Akteure integrieren, sondern gehört zur Schule nicht auch die Fliege, die da unterwegs ist, die Spinne? Genauso dazu wie die Fische, die im Aquarium stehen und so weiter. Also dass die Schule selbst eben als Konzert oder als Zusammenarbeit unterschiedlicher Lebewesen verstanden wird. Und das schließt Schulhausgestaltung, Schulgestaltung und so weiter ein. Also es ist, wenn man das so will, extrem komplex. Auf den Punkt gebracht, es gibt keinen Bereich, den wir nicht hinterfragen sollten. Also was mich leitet, ist dann tatsächlich eigentlich das, was ich eben so ein bisschen theoretisch und philosophisch versucht habe zu beschreiben, wirklich praktisch in einem ganz konkreten Raum und Beziehungssetting dann umzusetzen, ja? In dem dann diese Seminare und Bildungsräume kleine Dialogräume sind, wo ich, und da sehe ich meine Rolle als Trainer oder Moderator, versuche eine Atmosphäre zu kreieren, die die Menschen dazu bewegt, sich zu öffnen als bedürftige menschliche Wesen und sich mit ihren Ängsten, Sorgen, Gedanken,
Problemen, aber auch Visionen und Werten zu zeigen und über genau diese Dinge dann ins Gespräch zu kommen, in den Dialog zu kommen, in den wertschätzenden Dialog, um dann idealerweise, und da knüpfe ich dann an das an, was Joachim meinte, so ein bisschen von dieser ja, egozentrierten Perspektive wegzukommen und zu merken, so hey, dieses Gegenüber, diese anderen Menschen hier im Raum, die haben vielleicht sehr ähnliche Sorgen oder Ängste oder vielleicht auch sehr unterschiedliche Sorgen oder Ängste. Aber was uns alle eint, ist, dass wir Bedürfnisse haben, dass wir bedürftige Wesen sind. Und da gibt es so bestimmte Grundbedürfnisse, die wir alle teilen, wie vielleicht nach Nahrung, aber auch nach Anerkennung oder nach Geborgenheit und nach Sicherheit und nach menschlicher Wärme oder sowas. Und aus dieser Erfahrung sozusagen dann was draus zu ziehen und das dann auch politisch übertragen zu können und zu sagen, ja okay, wenn wir hier in diesem kleinen Raum merken, dass uns diese Sachen wichtig sind, wie müsste dann eine Gesellschaft aussehen, die dazu beiträgt, dass potenziell möglichst vielen Menschen das ermöglicht wird? Also da finde ich die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg zum Beispiel auch sehr spannend, der ja genau von dieser Idee der Bedürfnisse, die dann in Kommunikationssettings erfahrbar gemacht werden, folgt. Also das habe ich mir jetzt nicht alles komplett selber ausgedacht. Genau, oder mit dem Begriff von Hartmut Rosa, der spricht ja von Resonanzbeziehungen, also resonanten Weltbeziehungen. Das, finde ich, schließt auch ganz gut an das an, was Joachim mit dem Bauernhof beschrieben hat. Auch da kann man versuchen oder erkunden, wie so eine resonante, lebendige, atmende, wechselseitige Beziehung zwischen mir und dem anderen, dem Tier, dem Bauernhof oder in meinem Fall eben dem Seminar, dem Raum, den anderen Teilnehmenden aussehen kann. Und genau, solche Räume zu ermöglichen, ich kann das nicht erzwingen, das ist ja offensichtlich kein Automatismus, das ist unverfügbar, wie Hartmut Rosa auch selber schreibt in seinem Buch, aber ich kann versuchen, Settings zu schaffen, die es wahrscheinlicher machen, dass sowas entsteht. Und die dann dazu motivieren, zu sagen, hey, okay, ich möchte die Gesellschaft gestalten, ich möchte ins Gestalten kommen und ich möchte mehr solcher Beziehungen in meinem Alltag, aber auch in der Welt schaffen, kreieren. Also ich denke, dass die Schülerinnen und Schüler, die jeden Freitag zu den Klimademonstrationen gegangen sind, Fridays for Future, eigentlich auch genau das von der Schule erwarten, was du gerade formuliert hast. Weil ich begreife diese Demonstration nicht nur als Aufruf an die Politik, die Klimapolitik zu ändern und die Wirtschaft sozusagen steuern zu beeinflussen, sondern ich begreife diese Demonstration auch als eine Kritik an Schule, aus der die Jugendlichen kommen und dort die Erfahrung machen, dass sowohl die Art des Lernens nicht zur Integration ihrer Persönlichkeit wirklich beiträgt und dass die Art, wie gelernt wird und mit welchen Inhalten und Methoden gelernt wird, nicht dazu beiträgt, die Probleme zu lösen, die genau durch dieselbe Art des Denkens in den letzten 200 Jahren eigentlich aufgelaufen sind. Also das heißt, da wird nicht nur gegen Politik und Gesellschaft demonstriert, sondern da wird eigentlich auch indirekt gegen Schule demonstriert. Und was die Schüler fordern, und das bestätigt wirklich, was du sagst, die fordern letztlich eigentlich auch eine Mitbestimmung. Und das ist nicht nur eine Mitbestimmung in Gesellschaft. Die sind ja quasi, wenn sie noch nicht 18 sind, keine Rechtssubjekte, sondern Rechtsobjekte. Es gibt eine Schulpflicht in Deutschland. Franz Billmeier, mein lieber Kollege, hat es mal so schön gesagt, das ist eigentlich eine temporäre Kasernierung, was da jeden Tag vorgenommen wird. Und über diese Art von Pflicht oder Zwang kann man im Grunde Bildung nicht betreiben. Und deswegen braucht es genau diese Dialogräume. Und das setzt eben voraus, dass auf der Ebene von Bildung die Schüler überhaupt mal als wirklich Subjekte betrachtet werden. Wir beschreiben das seit Jahrzehnten in den Bildungstheorien. Aber in der Umsetzung der Praxis sind wir weit davon entfernt.
Und ich könnte mir eben vorstellen, dass beispielsweise eben bei der Ausarbeitung von Curricula Schüler genauso integriert werden. Ja? Also dass man wirklich dieses Konzept der Inklusion, der Heterogenität auch auf die Organisation künftiger Schule überträgt. Die Frage, wie können diejenigen, die hier lernen, auch zur Mitgestaltung der Struktur angehalten werden. Also da wäre das Stichwort demokratische Schule beispielsweise richtungsweisend. Da gibt es viele, wirklich viele Erfahrungen, die leider überhaupt in das staatliche Schulsystem nicht integriert werden. Oder von den Lernräumen, die du sprichst. Da gibt es natürlich auch viele erprobte Erfahrungen aus dem Reformschulbereich. Also wenn man sich diese Schule in Reggio Emilia anguckt zum Beispiel, die arbeiten nur über solche Lernräume, die selbst organisiert sind, die übrigens auch offen sind, also architektonisch eine völlig andere Form von Schule, nicht eine Containerschule, sondern eher die Vorstellung eines experimentellen Labors schon auf der Raumebene. Und ich denke, das sind genau Prozesse der Öffnung, der Grenzöffnung, der Raumöffnung, der Bewusstseinsöffnung, die wir auf allen Ebenen eigentlich brauchen. Also vielleicht erstmal genau, als ich vor ungefähr 15, 16, ist ja auch egal, wie viel jetzt genau, Jahren das erste Mal auf so einer größeren Demonstration war, damals mit Greenpeace, also so groß war es auch nicht, ich glaube, wir waren 150 Jugendliche, die damals zu so einem Jugendjahres, Greenpeace-Jahrestreffen in Krefeld zusammengekommen sind und wir haben für Urwaldschutz und gegen die Rodung von Urwäldern für Sojaanbau damals in der Krefelder Innenstadt demonstriert und das war ein ganz krasser Moment für mich, weil ich das Gefühl hatte, wow, ich stehe hier irgendwie mit 150 Gleichgesinnten, laufen wir hier irgendwie durch die Innenstadt, sind irgendwie laut, sind bunt, sind kreativ und das war so eine ganz besondere Atmosphäre, weil ich hatte das Gefühl, wow, hier geht's gerade um irgendwas. Also hier, das ist was. Hier geht es irgendwie um was Höheres. Das hat einen höheren Sinn, um den es hier geht und dem ich hier mit diesen anderen Menschen folge. Das, ne, das hatte diese Verbundenheit mit diesen anderen Leuten, aber eben auch diesen höheren Sinn. Und das war was total Beeindruckendes damals für mich und möglicherweise auch deshalb beeindruckend vor dem Hintergrund der dann doch eher instrumentellen Erfahrungen, die ich in der Schule hatte, wo ich das Gefühl hatte, ja, okay, da geht es jetzt halt vor allem irgendwie um gute Noten und irgendwie Abi machen und ansonsten ist es halt alles relativ instrumentell und abstrakt gewesen. Genau, zurück zu deiner etwas weiter gefragten Frage. Wenn ich dann auch nochmal denke, so welche Werte haben mich damals geleitet? Ich war schon sehr getrieben von dieser Idee, die Welt muss gerettet werden. Das Buch von dir, wir retten die Welt, ne, Joachim? Ach was, ja, genial. Ja, passt doch. Genau, und da, so im Nachhinein würde ich sagen, dass ich da schon sehr energisch war und auch mit einer großen Dramatik mich engagiert habe und vor allem mit einer wahnsinnigen Effizienz auch die Welt retten wollte. Also es ging mir wirklich um, ich überspitze es jetzt mal, Welt retten um jeden Preis. Ja, das ist jetzt das Wichtigste und meine Mission ist wahnsinnig wichtig und vielleicht fühle ich mich jetzt auch noch überlegen, meinen Mitschülerinnen gegenüber, weil ich halt dieser wichtigen Mission nachgehe und die anderen gehen halt saufen und haben Dates oder machen andere lustige Sachen, hängen einfach ab, machen halt das, was Jugendliche so machen. Das habe ich alles nicht gemacht, sondern ich war halt die ganze Zeit bei Greenpeace auf irgendwelchen Demos, auf irgendwelchen Treffen, auf irgendwelchen Plena. Und ich kam mir natürlich damals total wichtig vor und das fühlte sich total sinnvoll an. Und ich würde auch sagen, dass diese Ideale sicherlich sinnvoll sind, aber so im Nachhinein sehe ich das insofern nochmal kritischer, dass es einfach auch ein krasser Teil meiner Identität war und ein Teil, wie ich mich dann als Jugendlicher begreife und auch wiederum abgrenze von anderen Jugendlichen. Und das war halt dann so mein Ding. So. Und
Ja, also gerade so dieses sehr effiziente, ich will unbedingt die Welt retten und das ist jetzt das Wichtigste, und ich habe mich auch dann gar nicht so sehr für selbst die anderen bei Greenpeace dann engagiert, sondern es ging mir immer um die Sache. Das sehe ich heute schon ein bisschen, das sehe ich schon kritisch und reflektiere vor allem eben diese Identitäts- und Abgrenzungssache dann auch in meiner Jugend. Während ich heute da das anders sehen würde, also das ist sicherlich auch deutlich geworden in dem, was ich bis jetzt gesagt habe, für mich wäre jetzt, steht die Welt retten, was auch immer das dann sein soll, die Welt und wie man sie genau rettet, aber für mich geht es jetzt eher um diese Sachen wie Dialog oder eher so ein menschliches Wohlergehen oder gerne auch ein globales Wohlergehen, auch wenn ich wahrscheinlich da den Menschen dann doch noch ein bisschen wichtiger sehen würde als Joachim. Können wir nochmal drüber diskutieren. Uns muss es halt irgendwie auch gut gehen, wenn wir die Welt retten. Damit meine ich nicht, dass wir deshalb die ganze Zeit irgendwie nach Mallorca oder nach Brasilien oder sonst wo fliegen müssen. Aber wir müssen uns ja schon darüber unterhalten, dass wir nicht am Ende die Welt gerettet haben, aber menschlich und kulturell komplett verkümmert sind. Also das kann ja dann auch nicht die Lösung sein. Also ich finde, dass dein biografische Selbstreflexion eigentlich auch in der individuellen Erfahrung den Wandel der Ökologiebewegung in den letzten 30 Jahren indirekt mitreflektiert. Weil man kann im Grunde sagen, diese klassischen Ökologiebewegungen, Grünbewegungen, kam ja aus so einem sehr idealisierten und fokussierten Ansatz, der eine klare Zielrichtung hatte, die auch konfrontativ durchgesetzt wurde und die letztlich dazu geführt hat, dass es auch in der Meinungsbildung eigentlich immer das gibt, was ich so gern so einen Bürgerkrieg der Meinung nenne. Und ich habe den Eindruck, dass da eigentlich aber in den letzten 5 bis 10 Jahren sich die Rhetorik der ökologischen Bewegung selber stark geändert hat, nämlich dass sie viel integraler denken. Das ist wie Michael Zimmermann sozusagen das formuliert hat in seinem Buch, dass es eine integrale Ökologie geht, die davon ausgeht, dass die Pluralität der Stimmen auf das einzelne Problem das Problem selbst lösen können. Also sozusagen nicht die eine Perspektive, sondern das Konzert der Stimmen. Und das ist im Grunde auch für mich der überzeugende Ansatz, dass man dann sagt, na gut, für die Lösung dieses Problems, sagen wir eines Problems, zum Beispiel Treibhausgase, gibt es eben nicht einen Weg, sondern es gibt 300 Wege oder 3000 Wege oder 3000 Beiträge verschiedener Art, um sozusagen diese Problematik umzusetzen. Und es wird vielleicht in jedem Land, in jeder Familie, in jedem Bundesland, in jedem Kontinent auch anders praktiziert. Und jeder dieser Bausteine ist aber unverzichtbar. Ja, das ist ja die Frage, wie ich sozusagen erstens Welt beschreibe, den Begriff Welt fasse und wie ich den Begriff Wir fasse. Das ist, genau darin liegt die Antwort. Also wir und die Welt, das ist eins. Ne? Und in dem Wir steckt das Bekenntnis zur Pluralität, sowohl auf menschlich, kulturell, gesellschaftlicher Ebene, als auch das Bekenntnis zur Gemeinschaft der Lebewesen, zum Leben an sich. Ja? Und das heißt, wir haben als Menschen nicht nur eine Verpflichtung gegenüber dem Leben, sondern wir sind auch Teil davon. Und in dem Vorwort weise ich darauf hin, dass wir nicht nur, wenn wir jetzt Welt als Erde übersetzen, nicht nur als Menschen versuchen sollten, die Erde zu retten, sondern auch darauf vertrauen sollten, dass die Erde auch uns rettet. Ja? Nämlich dahingehend, dass sie uns in ihren Bedingungen, ihren ökosystemischen Bedingungen, in ihren Reaktionen auf uns als Kultur, als Mensch zeigt, was wir richtig, was wir falsch machen. Dass wir sozusagen eigentlich in dieser systemischen Einheit auch von der Erde lernen können. Das heißt, die Weltrettungspläne, die müssen wir gar nicht selber entwickeln, sondern die Weltrettungspläne sind sozusagen in der Struktur des terrestrischen, des planetarischen Ökosystems sozusagen immanent. Wir müssen es nur erkennen, dann kriegen wir das sozusagen von unseren
mit Lebewesen angezeigt, was wir tun müssen. Und zwar, bevor ich in die Kunstpädagogik eingestiegen bin, war ich Kunstwissenschaftler und habe das auch an der Kunsthochschule Halle-Burgiebenstein 6 Jahre lang gelehrt, vor allem im Bereich Theorie Gegenwartskunst gearbeitet und war da sehr glücklich und bin aber durch biografische Umstände, die ich jetzt nicht näher darstelle, dann in meiner Freizeit in den Bereich Feng Shui und Geomantie gekommen. Und da hat sich für mich plötzlich eine völlig andere Form von Weltbegriff, von Umweltbegriff, von Daseinsbegriff eröffnet, die mit dem wissenschaftlichen Weltbild eigentlich nicht übereinstimmte. Und da habe ich eine Zeit lang in dieser Spaltung zwischen Theorie im Beruf, rationales Weltbild und transzendentales Weltbild in meiner Freizeit sehr gehadert und nicht zu sagen auch gelitten. Und dann hat ein Student mir eines Tages von Ken Wilber das Buch Eros, Logos, Kosmos in die Hand gedrückt, wo es sozusagen um eine ganzheitliche, eine integrale Theorie geht, die versucht eigentlich das gesamte Feld der Gesellschaft, das gesamte Feld des Denkens zu kartieren und dabei in überwältigender Weise deutlich macht, dass die Widersprüche, die wir sehen, eigentlich keine sind, sondern dass wir das mit sich ergänzenden Sichtweisen zu tun haben, die alle zu dem großen Konzert des Lebens dazugehören. Und von dem Moment an war eigentlich für mich das Problem gelöst. Es begann sozusagen dann die Zeit des systemischen Denkens und das führte automatisch dazu, dass nicht nur der Begriff der Umwelt, der Ökologie in den Fokus rückte, sondern die Frage eigentlich, was ist der Lebensbegriff? Was ist, wenn ich mich an einem Lebensbegriff orientiere, dann auch die pädagogische Zielrichtung, die pädagogische Qualität, um die ich als Didaktiker, als Fachdidaktiker ringen muss? Also das war, wenn man so will, der Wendepunkt. Und der nächste Schritt war eigentlich, dass ich dann 10 Jahre in diesem Beruf gearbeitet habe und hatte dieses heterogene Feld von sehr vielen unterschiedlichen, sowohl fachlichen, methodischen Theorieansätzen vor mir, als auch einen unglaublich breiten Fächer von Umsetzungsmöglichkeiten in der Schule. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was ist eigentlich der gemeinsame Nenner in dieser Heterogenität? Ja, ich kann ja sagen, auf der einen Seite Pluralität ist gut, alle gehen ihren eigenen Weg, hübsch nebeneinander, aber ich kann genauso fragen, hat dieses Nebeneinander auch einen gemeinsamen Sinn? Hat dieses Nebeneinander ein gemeinsames Ziel? Und da entstand dann diese Idee für dieses Buch Kunstpädagogik und Ökologie, weil mir immer klarer wurde, dass immanent in diesem Bildungsprozess und genauso eben in der Kunstpädagogik von ihrer Geschichte her, aber auch von der Geschichte der Kunst her, die Daseinsfrage, die Bestimmung des Menschen in der Natur und im Dialog mit der Natur, die Entdeckung der planetarischen Dimension des Daseins, der kosmischen Dimension des Daseins, die Antriebskraft, die Hauptantriebskraft war. Und dann ist dieses Buch letztlich vielleicht ein gutes Fazit von 10 Jahren kunstpädagogischer Arbeit. Wenn man jetzt in unserer eigenen Fachlandschaft sich ein bisschen umschaut, also beispielsweise in den letzten Zeitschriften zur BDK-Mitteilung, da entsteht immer so der Eindruck, als wäre Recycling-Design mit Milchtütenverpackungen das Nonplusultra des ökologischen Denkens in der Kunstpädagogik oder ein bisschen Landart. Und bei diesem Querschnitt aber durch alle Praktiken, die es in der Schule gibt, ist mir klar geworden, dass sozusagen die Ansätze viel, viel vielfältiger sind und dadurch aber auch das gesamte System viel komplexer. Dass also Leute anfangen, über alternative Werkstoffe nachzudenken, zu fragen, ist der Leim, den wir für die Konstruktion in der Grundschule verwenden, eigentlich ökologisch abbaubar? Was geschieht mit den Materialien, mit denen wir arbeiten? Ich kriege Anfragen von Lehrerinnen aus den Schulen nach diesem Buch, die fragen ja, welche Farben empfehlen Sie eigentlich, wenn wir malen? Was sind gute Papiere? Welche Unternehmen bieten Papiere an, die ökologisch und auch im Fairtrade-Bereich vertretbar sind?
habe jetzt, glaube ich, nicht so ein Beispiel, wo ich was auf einer kognitiven Ebene so krass gelernt habe. Aber was ich immer wieder lerne und was ich halt einfach wahnsinnig schön finde und was mich auch in meiner Arbeit begeistert und motiviert, ist, dass ich selber von diesen Settings einfach total berührt werde. Also es gibt, es passiert öfters, dass ich Tränen kriege in den Seminaren, weil ich das einfach so besonders finde, was gerade passiert. Und das ist bei mir persönlich, ich kriege immer wieder mal so ein feuchtes Auge, was für mich aber eigentlich eher, was für mich ein Zeichen dafür ist, ist, dass das gerade Bedeutung hat, dass das, was hier gerade passiert. Ja, also das ist so dann für mich eben diese Resonanzerfahrung so von wegen, ja, okay, wow, das ist gerade irgendwie so bedeutend, überwältigend, besonders, was hier gerade passiert, das ist echt so. Und diese Momente habe ich sehr oft in den Seminaren, wenn eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer was sehr Persönliches teilt oder ich mitbekomme in der Gruppendynamik, wie eine Person irgendwie wahnsinnig engagiert ist oder wahnsinnig neugierig ist oder einfach eine richtig gute Frage stellt oder im Persönlichen, also zum Beispiel teame ich hier in Hamburg die Seminare für Freiwillige im ökologischen Jahr und das finde ich auch total wunderbar, sind die Teilnehmer durchaus sehr unterschiedlich. Also viele haben Abitur gemacht. Wir hatten da beim letzten Jahrgang auch Leute, die eine Ausbildung gemacht haben oder die einfach andere Schulformen besucht haben, die als Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind. Und diese Menschen dann irgendwie zusammenzubringen und eine coole Atmosphäre zu schaffen, ist eine Herausforderung. Wir kommen aus einer Tradition normativer Bildungsvorstellung. Wir definieren über die Bildungsstandards Wissensbestände und Kompetenzen. Und die Lehrprozesse sind nach wie vor darauf gerichtet, die Kinder in dieser Hinsicht zu fördern oder mehr oder weniger abzurichten, dass sie nachweisen können, dass sie über diese Kompetenzen verfügen. Und was man aber als Lehrkraft in den Schulen erlebt, und ich bin ja auch regelmäßig in der Schule mit Studierenden, vor allem bei schulpraktischen Übungen und Seminaren, ist, dass die Kinder über eigene Formen von Erkenntnissen verfügen. Und dass diese Form von Welterkenntnis aber im System von Schule eigentlich gar nicht wirklich geschätzt oder gefördert wird, wenn sie nicht mit dem entsprechenden Kompetenzschwerpunkt oder wie auch immer übereinstimmt. Mir geht es mit dieser Berührung genauso. Also wir haben eine Diskussion mit Grundschülern gehabt, einer dritten Klasse, über die Rolle des Autofahrens und den CO2-Ausstoß. Und dann sagt einer der Jungs, ja, aber wie soll sich denn das ändern? Die Leute werden doch gar nicht weniger Auto fahren in Zukunft, denn die Erwachsenen haben doch ihr Auto so lieb wie ich mein Kuscheltier. Ja, das ist eine elementare Erkenntnis, weil dieses Kind hat ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass es so etwas wie eine emotionale Bindung an Maschinen gibt, an Dinge, die eigentlich nicht nur unserem Komfort dienen, sondern zugleich eben auch eminent zur Umweltzerstörung beitragen. Ja? Also das Kind hat eine Erkenntnis gehabt. Und eigentlich müssen wir Situationen schaffen, wo die Kinder in solche Art von Erkenntnisarbeit hineinkommen. Und das kann ich aber eben nicht schaffen, indem ich Bildungsziele vorgebe, sondern indem ich, genau wie der Richard das am Anfang gesagt hat, Situationen schaffe, Dialogräume, Denkräume, die diese Kreativität eigentlich anstacheln, die dem Kind die Stimme geben. Eine Kollegin bei mir an der Hochschule, die hat wirklich ein Projekt, gesagt, das heißt die Stimmen der Kinder und es ist die Frage, wie schaffe ich das überhaupt innerhalb des Bildungsprozesses den Kindern zu verhindern, dass sie ihre originäre Stimme äußern können und nicht sozusagen die institutionalisiert erwünschte Stimme, also die richtige Antwort oder sowas. Und ich glaube, in der Entwicklung solcher pädagogischer Verhältnisse, da stehen wir ganz am Anfang. Ja, da müssen wir sozusagen im Bereich der Fachdidaktiken und der Bildungswissenschaften eine ganze Reihe von Arbeit leisten. Und manchmal ist es so, das scheint mir zumindest so, dass oft die Lebenspraxis,
also zum Beispiel meine Erfahrung als Vater von zwei Kindern, hilfreicher ist als eine pädagogische Theorie, um die Probleme zu lösen. Ja? Also das Staunen von Kindern über Natur ist wichtiger als die Frage, ob die korrekte Pflanzenbestimmung machen können. Ne? Weil dieses Staunen angesichts eines Efeublattes beispielsweise und der Entdeckung, dass der Efeustrauch nicht nur eine Blattsorte hat, sondern jedes Blatt individuell ist, ja? Dass sie die Individualität in der Natur, das Wunder in diesen Pflanzen erkennen, das ist viel wichtiger, um der Natur demütig zu begegnen und auch so etwas wie Mitgefühl zu entwickeln und seine eigene Haltung und Handlungen gegenüber der Natur zu befragen, als wenn wir sozusagen Ziele definieren, die die Kinder dann auswendig lernen oder umsetzen müssen. Ja? Also in einer erfahrungsorientierten Pädagogik. Ich meine, wir reden natürlich seit langem davon, aber in der Umsetzung hadert das eminent. Und ich glaube, das sind die wichtigsten Ziele, dass die Kinder eigentlich als Subjekte immer stärker mit ihren eigenen Erfahrungen, Erkenntnisfähigkeiten ins Zentrum gerückt werden. In dem Wort unterrichten steckt ja schon dieses, die Schülerinnen irgendwie zu so Untertanen machen. Und eigentlich müsste es ja um Aufrichten gehen und nicht um Unterrichten. Also Ziel guten Unterrichts müsste ja sein, die Schüler aufzurichten, nicht unterzurichten. Oder zuzurichten, auch nicht, aber aufrichten. Und allein so eine Haltung, ja, wenn wir so eine Haltung kultivieren könnten, von Institutionen bis Person des Lehrenden, dann wäre ja schon viel geschafft. Als Prophet bin ich eigentlich nicht so geeignet. Uns interessiert einfach dieses Also ich kann das so nicht beantworten, aber ich kann vielleicht andeuten, was wir tun müssen, damit die Schule in 30 Jahren anders aussieht. Und das ist zunächst eine radikale Infragestellung von all dem, was wir heute unter Schule verstehen. Also wie ich das am Anfang gesagt habe, von den gesamten organisatorischen und institutionellen Bedingungen über die Art des Denkens. Und was wir brauchen, ist eine Schule, die den Anthropozentrismus nicht mehr zum Leitgegenstand ihres Selbstbildes macht. Also eine Schule, die nicht sagt, wir bilden Menschen heraus, die irgendwie in ihr Berufsleben gehen, sondern Menschen, die in der Welt leben. Ja? Und das heißt, die mit anderen Lebewesen, Menschen und nichtmenschlichen Lebewesen gemeinsam leben. Und deswegen ist eine Schule der Zukunft für mich letztlich so etwas ganz im Schillerschen Sinn, eine Schule des Lebens, die alles einbezieht. Und diese Schule kann kein Container mehr sein, der sozusagen einen Eingang hat, in den man morgens reingeht, seine 8 Stunden Tagesknast hinter sich bringt, wie Franz Billmeier sagt, sondern eine Schule, die genau diese Offenheit hat. Also eine Offenheit zur Welt, schon auch in ihrer architektonischen und in ihrer organisatorischen Struktur, wo alles, was Welt ist, in irgendeiner Weise in der Schule vorkommen kann. Und wo sozusagen die Bildung, die die Heranwachsenden durchlaufen, in Beziehung mit Welt passiert. Und an dieser Stelle wäre für mich dann auch das Ende einer klassisch curricularen Bildung erreicht, also das Ende der Lehrplanorientierung. Weil das bedeutet, wenn ich Weltbeziehungsbildung mache, wie Hartmut Rosa das nennt, dann kann ich nur flexibel reagieren. Ja? Ich komme aus den Bildungsstandards raus, da müssen wir auch raus. Das ist eines der ersten Dinge, die wir angehen müssen, dass wir im Grunde diese Standardisierung des Bildungssystems umkippen, um genau diese Offenheit, die von den Subjekten lebt und von dem, was die als Lebenserfahrung und als Lebenserkenntnis, also Kinder und Jugendliche und auch Lehrende im System Schule hervorbringen, ja, was sie entwickeln, was sie in einer kreativen, also lernen als eine kreative Entwicklung zu verstehen. Das wäre eigentlich für mich die große Perspektive. Ich finde, idealerweise sollte die Schule 2050 die Persönlichkeiten und die Beziehungen in den Mittelpunkt rücken. Und mit den Persönlichkeiten meine ich die der Schülerinnen und Schüler,
genauso wie die der Lehrende. Ich fand es total spannend, dass wir am Ende nochmal auf diese Persönlichkeitsbildung der Lehrende zu sprechen zu kommen. Und ich glaube, da könnte man sehr konkrete Reformen daraus ableiten, ja, zu sagen, okay, in der Ausbildung einen größeren Schwerpunkt auf Supervision, Coaching, Beratung, Persönlichkeitsentwicklung zu legen als Theorien und alles, was bis jetzt so da ist. Und das alles mit dem Ziel, den Nachwuchs zu motivieren, raus in die Welt zu gehen und zu gestalten. Das, finde ich, sollte eigentlich das Ziel sein, dass man irgendwie Bock hat, rauszugehen und zu sagen, ja geil, ich habe jetzt Lust, die Gesellschaft zu gestalten. Ich habe Lust, mein Umfeld, die Welt, den Kosmos, in welcher Ebene man auch denken mag, zu gestalten und irgendwie zu einem guten Ort zu machen. Und Wissen und Kompetenzen sind Werkzeuge. Die sind wichtig, aber sie sind Mittel und nicht Zweck. Ihr habt euch auch super ergänzt. Ich meine, ihr kanntet euch zuvor ja auch noch nicht, gell? Also wie auch. Ja, noch nicht leider, aber vielleicht ergibt sich irgendwann mal eine Zusammenarbeit. Ja, das sehr gerne. Ich war eben auf Joachims Webseite und dachte so, oh Gott, das ist ja so spannend. Hätte ich ja viel früher mal drauf gehen sollen.